August und Elisabeth haben sich kennengelernt 1903 auf ihrem gemeinsamen Schulweg in Bonn. Und August hat dann, nachdem er Elisabeths Bruder schon kennengelernt hatte, Walter Gerhard, hat er sie auch mal angesprochen, ob er sie denn mal zeichnen und porträtieren dürfte. Meine Mutter hatte angeordnet, wir sollten im Zimmer meines Bruders sein. Ich führte ihn hinauf. Wir standen uns das erste Mal allein, allerdings etwas befangen, doch sehr freundlich gegenüber. Er fand schließlich einen Platz auf einer Bank für den passendsten und fing an, eine Kohlezeichnung von meinem Kopf zu machen. Allerdings war das Zeichnen wohl nicht die Hauptsache. Es ging nicht allzu schnell. Dagegen floss die Unterhaltung wie ein Strom und das gegenseitige Entzücken über unser gemeinsames Fühlen und Denken war wie das Sonnengleißen über dem Wasser. Von nun an war uns der Austausch unserer Gedanken unentbehrlich und es war ein seliges Geben und Nehmen. Der Weg zur Schule, den wir nunmehr immer zusammengingen, wurde uns zum schönsten Erlebnis des Tages, dem unser ganzes Sinnen galt. Wir kümmerten uns um niemanden. Sie interessierte sich sehr für Mode, für Schmuck. Sie hatte ein großes Faible auch für Hüte. Und auch August interessierte sich dafür. So trug zum Beispiel Elisabeth bei einem Vortrag, den er im Gärungsclub hielt, ein Kleid, was er selbst entworfen hatte. Wir haben nur eine Beschreibung, dass es sehr schön, aber sehr eigenartig gewesen sein muss. Vermutlich so eine Art Reformkleid, denn wir sehen ja auch auf den Fotos, dass sie immer sehr ungewöhnliche Blusen oder auch Kleider anhatte. Elisabeth war eine sehr vielseitig interessierte und auch talentierte Frau. Sie hat das Klavier gespielt, sie war auch sehr begabt darin. Sie hat aber auch gezeichnet selber und Gedichte und Märchen geschrieben. Die Märchen sind heute aber leider nicht mehr erhalten. Und um ganz bescheiden eine persönliche Sache zu erwähnen, so muss ich gestehen, dass ich in zwei Bilder meines Mannes hineingemalt habe. Ich saß lange Zeit alleine vor dem Bild. Endlich fasste ich mir Mut, nahm seine Palette und die Pinsel und fing zu malen an. Und zwar setzte ich einige gelb, orange und rötliche Farbtöne auf die Kleider der im Hintergrund hockenden Frauen. Als mein Mann andern Tags das Bild sah, fand er die Veränderung sehr gut und sagte, nun weiß ich, wie ich weitermachen soll. Von uns kann ich jedenfalls sagen, dass jedes Bild in allen Phasen des Entstehens immer mir vorgesetzt wurde und ich musste mein Urteil abgeben, was mir große Freude machte, da ich dadurch ein so großes Vertrauen genoss und ein ganz klein wenig an der wunderbaren Arbeit beteiligt wurde. August und Elisabeth waren sehr stark miteinander verbunden von Anfang an und haben sehr innige Gespräche geführt. Dies hält August eben auch in seinem Werk fest. Es gibt allerdings nur sehr wenige Zeichnungen oder Arbeiten, auf denen beide zusammen erscheinen. Es gibt eine Skizzenbuchseite, die ist quasi fast eine Ausnahme. Und sonst gibt es aber auch sehr viele Schriften, die eben zeigen, wie nah August und Elisabeth sich gestanden haben. August hat auch jedes Mal von einer Reise eine Postkarte geschickt, die er dann selber gestaltet hat. Oder eben auch intensive Briefe geschrieben, die auch heute noch erhalten sind. Ich erinnere mich eines nicht erhaltenen Ölbildes, das mir so gut gefiel. Ich hatte ihm dazu gesessen, was er sehr liebte. Er war glücklich, in mir ein brauchbares Modell zu haben, denn er hasste es, sich mit stumpfsinnigen Mädchen abzugeben, die keine harmonische Bewegung aus sich machen konnten und mühselig zurechtgestellt werden mussten. Aus dieser ersten Zeit stammen die beiden Porträts von mir, eines im lila Mantel mit grünem Velourhütchen, das er bis Kniehöhe gemalt hatte, nachher immer mehr abschnitt, bis nur der Kopf übrig blieb, und das schöne Porträt mit den Äpfeln. Diese Sitzungen sind mir in besonders schöner Erinnerung. Es war für mich so ein Dazugehören und Mitschaffen bei seiner Arbeit. Hilterflingen, welch sorglose, glückliche, erfüllte Zeit sollte uns beiden mit den lieben Kindern dort beschert werden. Paradiesisch schön, fast unwirklich, ehe die furchtbare Weltkatastrophe über Europa hereinbrach. Als wir den Thunersee verließen, war es wie ein Abschied von einer glücklichen Zeit, die unwiderruflich nie mehr wiederkehren sollte. Und der Krieg kam. Wir beide wussten, dass das Ende unseres gemeinsamen Lebens gekommen war. Für sie muss der frühe Tod, er ist ja kaum einen Monat an der Front gewesen, als er gefallen ist, ein großer
Schock, ein großer Schicksalsschlag gewesen sein. Die beiden haben sich noch hin und her geschrieben und auch die Euphorie, die August vielleicht am Anfang noch verspürte oder zumindest die noch relativ positive Einstellung, ändert sich auch mit den Briefen, die er aus dem Feld schreibt. Sie beginnt, für ihre beiden Söhne die Erinnerungen an ihren Mann aufzuschreiben, den Vater lebendig zu halten. Und sie fängt auch an, sich um sein Werk zu kümmern, Nachlasskarten anzulegen, indem sie ein Buch über die Werke führt. Und ihre Arbeiten sind eigentlich die Grundlage der Informationen über die Bilder, die wir heute hier auch im Archiv in Münster haben. Nach dem Tod von August Macke hat Elisabeth ein weiteres Mal geheiratet, und zwar Lothar Erdmann. Lothar Erdmann war ein Schulfreund von August Macke, dem er quasi am Tag, bevor er in den Krieg gezogen ist, vermittelt hat, dass er sich wünschen würde, wenn er fällt oder fallen sollte, dass Lothar Erdmann seine Frau heiratet. Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Und Lothar Erdmann hat später auch noch eine sehr wichtige Rolle im Leben von Elisabeth gespielt, nicht nur hinsichtlich der Ehe und drei weiterer gemeinsamer Kinder, sondern auch hat er geholfen, den Nachlass aufzubauen und hat alle Objekte, alle Gemälde von August Macke katalogisiert. Nach dem Krieg bleiben sie erstmal eine Weile in Bonn wohnen, in dem Haus, wo sie auch mit August gewohnt hat, bevor sie nach Berlin ziehen. Nach dem Tod von August hatte Elisabeth noch weitere Schicksalsschläge zu verkraften. Und zwar ist einerseits ihr Sohn Walter mit 17 Jahren gestorben, aber auch ihr zweiter Ehemann Lothar Erdmann ist 1939 ums Leben gekommen, nachdem er im KZ Sachsenhausen aufgrund seiner politischen Einstellung festgehalten und misshandelt wurde. Es ist keine einfache Zeit für Elisabeth, denn sie muss die inzwischen 5 Kinder durchbringen und verkauft Bilder von August Macke. Aber es war ihr Verdienst, dass sie die Familie durchgebracht hat, gelegentlich unterstützt durch ihre Mutter oder auch durch ihren Bruder. 1943 wird ein Großteil der Briefe und Dokumente bei einem Bombenangriff zerstört. Dennoch war sie vorausschauend und bemühte sich relativ früh, die Gemälde, die sie von August hatte, an verschiedenen Orten unterzubringen. Das war anders als bei Köhler in großer Voraussicht. Dadurch konnten die meisten Werke wirklich den Krieg überstehen. Und ohne diese Tätigkeit würden viele Werke und auch Dokumente, die damals schon von ihr oder von Luther abgeschrieben wurden, nicht mehr existieren. Mit den alten Freunden blieb ich stets in Verbindung. Vor allem mit Franz und Maria Mark. Die Freundschaft zu Franz Mark entwickelte sich seit ihrem Kennenlernen 1910. Man tauschte sich über künstlerische Ideen in Briefen aus. Aus den Feldbriefen von Mark an mich erkennt man seine Treue. Er veranlasste damals Anfang 1916, dass Maria mich besuchte, da sie in Ried immer so allein war. Die Frauen blieben auch nach dem Tod ihrer Männer im engen Kontakt. Zwischen August und Hans Duar bestand eine frühe Kinderfreundschaft, als sie ihre Eltern Nachbarn waren, in Köln. August ermunterte ihn, sich doch im Malen zu versuchen. Und Hans war von diesem Gedanken wohl auch sehr angetan. Wenn August zu ihm kam, waren beide in intensive Gespräche über alle Probleme der Malerei vertieft, wie Farbe, Licht, Komposition und Dynamik. Die beiden Freunde verstanden sich ausgezeichnet, nicht nur in künstlerischen Dingen. Da waren zwei Menschen zusammen in einer ähnlichen Intensität an Lebendigkeit, mit einem verwandten Sinn an Humor und die köstlichen Augenblicke im Leben. Louis erhielt durch Augusts intensives Arbeiten viel Anregung. Er sagte später oft, August habe ihn erst das Sehen gelehrt und ihm die Augen geöffnet für Farbe und Licht. Schon 1905 hat Elisabeth Louis Mollier kennengelernt, und zwar war er der Sohn einer Witwe, bei der Elisabeth unterrichtet wurde in Haushaltsführung und in der französischen Sprache. Die Freundschaft ist dann bestehen geblieben und auch August hat Louis dann kennengelernt und sie haben eine große gemeinsame Zeit dann letztendlich noch verbracht. Sie waren zusammen in Paris direkt nach der Hochzeitsreise auf der Hochzeitsreise des Paares. Bernhard Köhler war ein Onkel von Elisabeth, der zugleich aber auch einer der bedeutendsten Sammler der zeitgenössischen Moderne war, der sich sowohl für die deutsche wie auch die französischen Künstler interessierte und der
sehr früh schon anfing, August Macke mit zu unterstützen, indem er seine Reisen finanzierte, indem er Bilder kaufte. Er hatte in Berlin eine wahnsinnig große Sammlung, unter anderem auch mit Werken von August Macke und dem Blauen Reiter von Franz Marc, aber auch von Robert Delaunay und anderen Franzosen. Was sehr tragisch ist, ist, dass die Sammlung im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Der Kontakt zwischen August und Bernhard Köhler war sehr gut. August hat ihm immer über alle seine Veränderungen in der Kunst, über seine aktuelle Station auf dem Laufenden gehalten. Gleichzeitig war es aber nicht nur ein Nehmen, sondern auch August unterstützte Bernhard Köhler, wo er konnte, indem er ihn beriet, indem er ihn mit Künstlerfreunden zusammenbrachte, wie zum Beispiel auch Franz Marc. Und er wurde einer der größten Förderer des Blauen Reiters und vor allen Dingen auch nicht nur der Mäzen oder der Unterstützer für August Macke, sondern auch für Franz Marc. Herbert Walden war einer der vielleicht universellen, einzigartigen, großen Kunsthändler, Galeristen in Berlin, der in seiner Sturmgalerie legendäre Ausstellungen veranstaltete und der sich sehr früh auch für August Macke interessierte. Nicht zuletzt hatte auch August Macke bei ihm den ersten deutschen Herzsalon zusammen mit Franz Marc kuratiert. Der Sturm war eine der ersten Zeitschriften, die auch einen Nachruf auf August Macke verfassten und unter anderem auch schrieben, deine Bilder blicken auf uns und verheißen Leben, Leben. Nach dem Tod von August Macke hat sich Elisabeth ja sehr stark mit dem Nachlass beschäftigt und hat auch Werke ihres Mannes an deutsche Museen verschickt oder beziehungsweise als Leihgabe an diese Museen gegeben und auch gefördert, dass Museen diese Werke ankaufen. Und unter anderem nahm sie Kontakte zur Berliner Nationalgalerie auf und schenkte dem Museum nicht nur den großen Spaziergang, sondern ermöglichte es auch der Nationalgalerie, dass insgesamt 58 Werke von August Macke in die Sammlung kamen. Und Augusts Werke hingen dort, vor allen Dingen auch der große Spaziergang, sehr dominant. Neben dem kleineren Bildnis von Franz Marc. Es kamen weitere Arbeiten hinzu, zum Teil als Schenkung, zum Teil als Kauf, zum Teil aber auch als Dauerleihgabe, wie zum Beispiel auch der Sonnige Weg, der 1933 noch an die Nationalgalerie ging, von denen dann ein Teil 1937 im Zuge der entarteten Kunst in Berlin dann beschlagnahmt wurden. Allerdings muss man dazu sagen, auch wenn August Werke beschlagnahmt wurden, sie wurden nicht in den Ausstellungen gezeigt. Und so war es auch Elisabeth möglich, dass der Sonnige Weg, der als Dauerleihgabe in der Nationalgalerie war, wieder zurückzubekommen. Also sie kämpfte darum, dass die Werke von August auch wieder an den Nachlass gingen. Besonders bewundernswert an Elisabeth ist, dass sie trotz dieser ganzen Schicksalsschläge, die sie erleiden musste, trotzdem noch so eine lebensfrohe Person war und die Kraft genommen hat und diesen Nachlass von August Macke in diese Form gebracht hat, in der er ja auch heute noch vorhanden ist, dass sie all die Werke katalogisiert hat, dass sie quasi dafür verantwortlich ist, dass August Macke einer der bekanntesten Künstler in Deutschland und mit der bekannteste Künstler des deutschen Expressionismus ist.